dass ihr dabei seid beim Jahresorakel 2021, heute für das Sternzeichen Jungfrau. Wer meine Kartendecks noch nicht kennt, mit dem Crowley-Tarot und dem Zigeunerdeck, Zigeunerkartendeck, lege ich die Schwerpunkte mit dem Symbolon-Orakel, die innere Persönlichkeitsentwicklung und mit dem Krafttier-Orakel einen Grundbegleiter für das Jahr 2021. Los geht's mit den Schwerpunkten. Für die Jungfrau Geborenen im Jahr 2021. Eines der Hauptthemen, Besuch. Besuch heißt in Sachen Partnerschaft, dass man viele Menschen momentan kennenlernt und man sich nicht gleich in eine Beziehung stürzen sollte. Es kann auch bedeuten, dass man die Verbundenheit oder Verbindungsfähigkeit momentan ausbauen darf, dass es ein guter Zeitpunkt dafür ist. Arbeitstechnisch können viele Termine anstehen, vielleicht auch zu viele. Wenn man eine Wohnung sucht, dann ist es sehr wichtig, dass ihr euch mehrere anschaut, nicht gleich die erstbeste nehmen. Grundsätzlich ist es eine Aufforderung, nicht im stillen Kämmerlein zu sitzen und unter die Leute zu gehen. Und es kann ja auch dafür sprechen, dass viele Dates anstehen für die lieben Singles. Worum geht es nicht? Es geht nicht um die Witwe. Also, hier geht es nicht um eine Frau, die sich bereits getrennt hat oder um eine Mutterfigur oder um eine weise Ratgeberin. Das wisst ihr dann für euch selber am besten, welche Figuren, welche Personen in eurem Leben da auftreten werden. Was bringt es auf den Punkt? Der Geistliche. Der Geistliche ist immer ein Zeichen, dass ihr immer mehr anfangt, dem Leben zu vertrauen, mit dem Fluss des Lebens zu gehen, dass ihr Kontakt aufnehmt mit der geistigen Welt und dass sie mit euch Kontakt aufnehmen will. Das können auch Ahnen zum Beispiel sein. Und hier schaut ja der Geistliche direkt auf den Besuch. Also bekommt ihr Besuch von der geistigen Welt. Ja? Und wohin führt es? Zum Witwe. Also, hier geht es höchstwahrscheinlich entweder um eine Trennung, es kann aber auch um die Eltern gehen. Und wir schauen uns jetzt mit den Tarotkarten die spezifische Beschreibung an. Auf alle Fälle ist auch der Witwe ein Mann, der durch einen Reifeprozess geht, also habt ihr es damit zu tun oder ihr als Männer macht diese Entwicklung durch. Es kann ein männlicher Mentor sein, es kann eine Vaterfigur sein, vielleicht habt ihr die Mutterthemen schon gelöst und jetzt kommt das Vaterthema an die Reihe. Und ja, schauen wir jetzt mit den Tarotkarten, was uns die dazu noch sagen möchten. Also, beim Besuch haben wir den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe hat die pure Feuerenergie und hält die Fackel in der Hand. Er bringt Licht in die Welt mit seinen Visionen, mit seinen neuen Ideen. Und hier ist die Aufforderung, vorwärts zu gehen. Also, wie ich hier schon erwähnt habe, aus dem stillen Kämmerchen zu schreiten, in die Welt zu gehen, Kontakte zu pflegen und die Visionen, die in eurem Innern geboren werden, unbedingt nach außen bringen. Und das kann ja auch für Meetings stehen. Ja? Worum geht es nicht? Um den Gewinn. Also hier haben wir die 9 der Münzen. Hier ist erstmal wichtig, mit der Idee nach außen zu gehen und nicht auf sofortigen Gewinn zu hoffen. Und auch, was das Thema mit der Witwe zu tun hat, mit dieser Frau wird man ja im Jahr 2021
keinen Erfolg haben. Vielleicht geht es auch nicht darum, das Augenmerk auf diese Frau zu lenken, sondern auf diesen Mann bzw. auf euch selber, je nachdem, ob ihr hier als Mann oder Frau zuschaut. Was bringt's auf den Punkt der Magier? Das gefällt mir hier sehr gut in Kombination mit dem Geistlichen, weil das auch für diese Qualitäten spricht. Hier haben wir den Merkur. Hier haben wir sehr starke Kommunikationsfähigkeit und der Magier, der schafft ja alles. Das ist keine Entwicklungskarte, das ist ein Zustand. Das heißt, im Jahr 2021 werdet ihr alle Werkzeuge und Gaben euch aneignen, wenn ihr nach vorne geht, um als Magier in der Welt zu wirken mit euren Talenten. Der Magier hat die Münzen, die Stäbe, die Kelche und die Schwerter gesammelt und macht sich nun alle Eigenschaften zu eigen und handelt damit sein Leben, geht in die Kommunikation und geht nach außen. Ein Magier wird sich nie im Leben verstecken. Wohin führt es? In die 2 der Kelche, in die Liebe. Das ist eine Liebe, die vom Witwer hier gelernt werden will. Und zwar ist es eine Liebe, die nicht einander braucht, wo der eine den anderen braucht, um zu überleben, um sicher zu sein, sondern eine Form der Liebe, wo bei beiden die Kelche gefüllt sind. Ja, also hier kommt auch der Aspekt des Gebens und Nehmens in vollkommenen Ausgleich. Das ist hier in diesem Jahr von großer Bedeutung. Und dann schauen wir uns die innere Persönlichkeitsentwicklung zu diesem Thema an. Die innere Person, die die Hauptrolle spielt, ist das Füllhorn. Hier geht es darum, mit dem Leben Kontakt aufzunehmen, dem Himmel sozusagen zu vertrauen und nicht alles kontrollieren zu wollen, zu können. Das werdet ihr dieses Jahr erfahren. Das passt auch sehr gut zum Magier und zum Geistlichen. Das ist eure Aufgabe, da hinzugelangen. Die Fülle überhaupt erst empfangen zu können. Hier geht es ja auch ums Geben und ums Nehmen. Und schaut mal, welche Eigenschaften ihr schon besser pflegen könnt und was noch in den Kinderschuhen steckt. Auf dem Weg dorthin gilt es, weibliche Qualitäten anzunehmen. Ja? Vielleicht habt ihr weibliche Qualitäten hier auch zu stark vernachlässigt. Das kann hier auch sein. Jedenfalls ist es auch eine Aufforderung, sich auf den Thron zu setzen, Platz zu nehmen in einer Frau. Das schießt mir hier jetzt auch durch, wenn ihr Männer seid. Keinen Mutterersatz zu suchen, das ist sehr unattraktiv. Und selber euch Mutter zu sein, weibliche Attitüde euch anzugewöhnen. Das gilt natürlich auch für die Frauen. Und dadurch auch eine neue Form der Liebe kennenzulernen, weil ihr das nicht mehr im Außen sucht. Vielleicht erwartet ihr von anderen die Erfüllung, die Fülle, die ihr euch nur selber geben könnt. Wohin führt's? Zum Ende der Spiegelfechterei. Also, im 2021 gilt es auch zu verstehen, dass ihr sozusagen durch euer Umfeld und euer Außen erkennen lernen dürft, wer ihr seid. Das Außen spiegelt euch das so sehr und vielleicht habt ihr euch da immer in verschiedenen Kampfmodusen geflüchtet, weil ihr das nicht anders gelernt habt. Und man darf jetzt den Kampf beenden und anstatt das Außen anzuklagen oder gegen jemanden zu kämpfen, einfach zu verstehen, welcher Anteil in mir ist da jetzt gerade aktiv? Und ich darf in ein gesundes Handeln übergehen. Zu guter Letzt das Krafttier, das euch 2021 begleitet. Super, das ist das Schwein. Hier erwartet euch Glück und Erfolg. Also alles, was ihr hier angefangen habt,
wird in den Fluss kommen, wird euch ins Glück führen und ihr werdet erfolgreich abschließen. Ich wünsche euch viel Erfolg für das Jahr 2021. Hoffe, dass ich euch einige Inspirationen liefern konnte. Wie immer danke ich euch für jeden Like, für jedes neue Abo, das eingeht. Und alles Liebe, eure Sandra.